Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem weiteren Latest Pickup. Heute auch wieder mit sehr, sehr nice, also wirklich sehr, sehr nice Sachen am Start. Heute mit bei der Partie auch eine Sache, die ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt habe. Vielleicht habt ihr es im Thumbnail gesehen, vielleicht aber auch nicht. Warum habe ich es nicht gezeigt? Liegt einfach daran, dass ich mich selber überraschen lassen wollte und ich dieses, ne, auch mir noch gar nicht angeschaut habe. Also wir schauen da heute live zusammen rein. Wir haben sehr nice Schuhe am Start, zwei sehr coole Accessoires und noch ein paar sehr nice Shirts. Ich würde sagen, starten wir rein in das Video. Let's go! Fangen wir an mit einem Schuh und wie man sehen kann, haben wir hier eine Nike-Box. Ein Jordan 1er Karton in einem, ja, roten Design diesmal. Liegt einfach daran, dass wir hier einen Women's Schuh drin haben, also ein Jordan 1er Women's. Ist jetzt für mich trotzdem kein typischer Women's Schuh, also der Colorway ist eigentlich so, wie man früher gesagt hat, Unisex. Und ich finde, es ist ein sehr cooler Colorway. So, da hätten wir einmal das Ganze. Wir haben hier nämlich den Jordan 1er in dem Nostalgia Colorway. Ist quasi ein weiß-roter Jordan 1er. Eine Besonderheit ist an dem Schuh, dass wir hier so eine Art, ja, Plüsch-Swoosh haben. Also der Swoosh ist aus so einem Plüschmaterial. Und die Zunge ist unüblicherweise nicht aus so einem, ja, normalen Nylonstoff, sondern aus so einem, ja, stretchy Cord-Material. Und ich finde, das sieht sehr cool aus. Ist hier in grau gehalten. Ansonsten haben wir hier halt noch so ein paar graue Akzente bei dem Wings-Logo. Hier hinten an der Heel und eben, wie gesagt, das Innenfutter und die Zunge. Das Leder, muss ich sagen, ist auch, ja, sehr, sehr gut. Die Toebox ist wirklich sehr weich und ist mal wieder ein Jordan 1er mit einem besseren Leder. Ansonsten sind hier noch cream-weiße Laces dabei. Ich glaube, ich würde sogar die roten drin lassen. Jordan 1er halt leider nicht mehr so zeitgemäß, gerade in dem Zeitalter, wo weite Hosen natürlich, ja, das Fashion-Ding so ein bisschen regieren, sind Jordan 1er, weil es halt eben sehr schmale Schuhe sind, da nicht mehr so passend. Trotzdem kann man sie natürlich immer noch auf eine weite Hose tragen. Ich finde, der kommt zum Beispiel auf eine helle Jeans-Hose wirklich sehr, sehr krass und deswegen habe ich ihn eingepackt. Retail von dem waren, glaube ich, 170 oder 180. Ich habe ihn tatsächlich bei Soulbox für 140 bekommen. Der war da einfach für 140 gelistet und, ja, hat jetzt mich 140 gekostet. Und deswegen werde ich den definitiv auch an den Fußsohlen tragen und den auf so ein paar Fits kombinieren. Ich weiß zwar noch nicht so hundertprozentig zu was, weil das Rot ist immer ein bisschen schwierig, ob man jetzt halt das mit einem Rot zusammenmischt, vielleicht mit einem roten Hoodie, mit einer roten Jacke oder sonstigen. Oder ob man wirklich sagt, okay, man geht eher auf ein All-Black-Outfit. Aber muss ich dann mal schauen. Trotzdem sehr geiler Pickup. Und ich würde sagen, ein definitiv guter Start für dieses Video. Ja, machen wir dann weiter mit noch einem Schuh oder eher mit einem Slide. Wie man an der Verpackung erkennen kann, haben wir hier ein Adidas-Slide. Und ein Adidas Slide, der auf jeden Fall in letzter Zeit wirklich sehr polarisiert hat. Nennt man das so? Also man kennt das Ding, wollte ich damit sagen. Ich hatte schon jetzt drei Colorways von dem. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nicht einen von den letzten behalten, weil ich die Colorways einfach nicht so clean fand, nicht so cool fand und mich auch nicht entscheiden konnte. Deswegen habe ich gesagt, okay, haue ich alle wieder zurück und wusste aber, dass der Colorway rauskommt und der wird auf jeden Fall behalten. Ich habe den jetzt auch schon getragen, nur für euch hier nochmal eingepackt. Wir haben hier nämlich einen Colorway von der Adilette 22, der, ja, sehr clean ist. Das Ganze nennt sich Aluminium. Naja, auf jeden Fall, wie man sehen kann, haben wir hier ein Slide in einem, ja, Creme-Grau-Weiß. Deswegen auch der Name Aluminium. Zur Silhouette an sich ist es quasi ein Slide, der in einer 3D-Druck-Optik ist. Ich finde das Design ultra krass. Auch eine sehr gute Alternative zum Yeezy Slide. Und gerade in dem Colorway, muss ich sagen, gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich mochte auch den Yeezy Slide in dem Bone Colorway schon immer. Ist mir leider zu teuer und, ja, 60 Euro für die geht auf jeden Fall klar, also ist völlig in Ordnung. Am Fuß sieht er cool aus. Dadurch, dass er eben weiß ist, kann man ihn sowieso zu allem eigentlich tragen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir einen von diesen Adidas Slides hole, dann auf jeden Fall den. Habe ich beim Restock bekommen. Auf der Adidas Seite gab es den. Jetzt landet er auf jeden Fall wieder an meinem Fuß. Und ja, ist definitiv ein cooles Ding. Also bockt auf jeden Fall. Ups, haben wir jetzt meine Nike-Socken gesehen? Auf jeden Fall, nices Pickup. Kommen wir dann zu einem Paket, was mir die Brand Adur Clothing zugesendet hat. Da gehen auf jeden Fall Shoutouts raus. Vielen, vielen Dank für dieses nice Paket. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich weiß, wir haben hier einen Duft drin, der sehr gut sein soll. Und ich glaube, zwei, drei T-Shirts. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Zu Adur Clothing kann ich sagen, ich verfolge die Brand schon jetzt seit 2 Jahren. Die haben mir damals schon mal ein Shirt zugeschickt, was ich tatsächlich hier auch anhabe. Und ich muss sagen, ist wirklich so einer meiner Lieblingsshirts. Trage ich sehr oft, hat einen sehr stabilen Fit, eine sehr gute Quali. Ich habe das Ding locker schon 30 Mal gewaschen und da ist nichts passiert. Und das Design auch sehr, sehr cool. Deswegen habe ich gesagt, ey Jungs, schickt mir gerne was zu und wir gucken mal rein.
Dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Auf jeden Fall haben wir hier eine, ja, Dankeskarte. Dann müsste hier das Parfüm dran sein. Das schauen wir uns gleich mal an. Und wir haben hier 3 Shirts. Sehr, sehr nice. Wir haben hier auf jeden Fall 2 schwarze Shirts und ein weißes. Fangen wir mit dem weißen mal an. So, und da hätten wir das Shirt. Ja, und so sieht das Ganze hier aus. Wir haben hier, wie man erkennen kann, so ein Golfclub-Design. Wie man sehen kann, habe ich hier jetzt bei dem Shirt zum Beispiel eine goldgelbe Schrift, wo Golfclub draufsteht. Dann nochmal so ein Golfspieler mit einem, ja, riesen Golfball hier. Und auf der Rückseite haben wir auch nochmal Adur mit so einem Lorbeerkranz und auch nochmal mit einem Spruch drauf. Ist designtechnisch natürlich ein bisschen plakativ, muss einem gefallen. Ich finde es persönlich sehr, sehr cool. Zu Quali auch hier wieder, kann ich nichts gegen sagen. Sehr, sehr weicher Stoff, muss ich sagen. Wir haben hier ein eigenes Label, wir haben ein eigenes Hangtag und das ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr cool. Ich habe jetzt hier eine XL. Ich hoffe mal, das passt mir, weil ich habe in dem Shirt auch eine XL. Ja, und das Shirt passt auf jeden Fall. Ja, gucken wir uns das zweite Mal an. Und hier haben wir jetzt einen Tennisclub Design mit 2 Tennisschlägern, einem Tennisball und eben in dieser grün-gelben Optik, die ich persönlich noch mehr mag als jetzt bei dem weißen Shirt. Und auch hier hinten haben wir wieder den gleichen Spruch mit dem gleichen Lorbeerkranz. Und auch das werde ich nochmal anprobieren. Und wie man sehen kann, auch das Shirt passt. Und ich finde das, glaube ich, sogar noch besser als das weiße. Aber muss ich sagen, sehr nice Shirt. Und wir haben jetzt ja noch eins. Und genauso wie beim weißen haben wir auch hier jetzt bei dem schwarzen nochmal dieses ganze Golfthema aufgegriffen. Mit 2 Golfschlägern, die so ein bisschen am Brennen sind. Auch wieder in diesem gelben Design. Und auch hier haben wir wieder den gleichen Background. Und auch das Shirt, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus vom Design. Ich muss sagen, ich feiere in der Regel so große Prints nicht, aber bei den Shirts finde ich sehr, sehr cool. Und auch das probiere ich nochmal an. Und auch das Shirt passt. Ich glaube, so insgesamt von allen finde ich das hier sogar am besten, einfach weil das von den Farben her mir am besten gefällt. Aber insgesamt alles wirklich 3 sehr coole Shirts. Preistechnisch liegen die Shirts gerade bei 39 Euro, was auch absolut fair ist. Vor allem haben wir hier, wie gesagt, 100% Baumwolle. Das Ganze ist made in Istanbul. Man hat hier eigene Schnitte, eigene Stoffe und wie gesagt, die Quali ist einfach on point. Der Print ist gut, die ganzen Nähte sind gut. Also ich habe jetzt hier nichts gefunden, wo ich sage, ey, das ist ganz, ganz komisch oder so. Wie gesagt, die Jungs haben mir schon das zweite Mal jetzt was zugeschickt und ich bin auch jetzt wieder sehr zufrieden damit. Ich werde euch hier nochmal alle Shirts einblenden, die es gerade gibt. Und ich habe sogar einen 10% Rabattcode für euch. Leider bekomme ich dafür keinen einzigen Cent, aber wenn ihr 10% sparen wollt, könnt ihr mit Pablo Mexcuba 10% auf das gesamte Sortiment sparen. Und tatsächlich auch bei dem Duft, den mir die Jungs noch zugesendet haben, da bin ich wirklich noch mehr gespannt drauf, weil ich habe gehört, dass der sehr, sehr krass sein soll. Weil ich sag euch ehrlich, ich bin, was Düfte angeht, wirklich ein bisschen, ja, bisschen eigen. Ich mag zum Beispiel sehr holzige Sachen. Ich mag wirklich so eine Tiefnoten. Aber ich mag halt auch was extrem Frisches, zum Beispiel was nach Mandarine riecht oder so besondere Sachen einfach. Und die Jungs haben mir jetzt einen Duft zugeschickt, der nennt sich Strong Cherry. Und das Ganze ist ein bisschen inspiriert an dem, ja, Tom Ford Duft, Lost Cherry. Und es soll ein sehr frischer, sehr sommerlicher Duft sein, also perfekt für die Jahreszeit. Und es soll auch ein sehr langanhaltender Duft sein, was ich natürlich jetzt noch nicht testen kann. Es ist nämlich hier ein sehr großer Ölanteil drin und dadurch hält das Ganze natürlich länger auf der Haut. So, ich bin jetzt gespannt. Ich muss den einfach mal riechen, Jungs. Ich sage hier auch 100% meine ehrliche Meinung, wie immer, Freunde. Kann auch sein, dass ich den gar nicht feiere. Boah, was? Lava. Ey, der ist ehrlich krass. Ich hätte das nicht gedacht, ne, weil das Ding kostet 35 Euro. 35 Euro ist für ein Parfüm halt wirklich nicht viel. Aber der riecht gut. Der riecht wirklich sehr frisch. Ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig mein Geschmack ist, weil ich müsste den mal länger drauf haben, aber der riecht wirklich gut. Krass. Das kommt gerade so voll gestellt, aber ich sag euch ehrlich, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich werde den auf jeden Fall auf lange Zeit mal testen und wenn der mich wirklich überzeugt, werde ich den irgendwann nochmal erwähnen. Aber bis jetzt muss ich sagen, wirklich krass. Also, gefällt mir. Auf jeden Fall dickes Shoutout und dickes Danke geht raus an Adult Clothing für diese nice Sachen. Wie gesagt, wenn euch die Sachen gefallen, ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung ein Link dazu. Machen wir jetzt weiter. Machen wir weiter mit einem Schuh, den ich auf Instagram auch noch so gar nicht gezeigt habe. Den ich jetzt auch noch nicht angezogen habe. Aber es wird jetzt definitiv dazu kommen. Es war ein Schuh, wo ich echt lange überlegt habe, weil die Silhouette ist was Neues für mich. Und ich wusste nicht, ob der mir steht, ob ich damit was anfangen kann. Ob der am Fuß cool aussieht und ja, ich finde ihn wirklich sehr, sehr krass. Von der Verpackung her kann man jetzt gar nicht so genau erkennen, was hier drin ist. Wir haben hier aber einen Jordan 2, nämlich in der Kollabo mit Union LA. Und wir haben hier den Europa Colorway.
Das hier wäre einmal der Schuh. Und ich habe jetzt hier schon beide Laces einmal reingemacht, weil ich nicht wusste, okay, welche Laces nehme ich. Weil ich finde sowohl die Cream Laces als auch die orangenen, schon fast gelben Laces auch sehr, sehr cool. Zum Schuh an sich ist halt ein Jordan 2 aus dem überwiegend Wildleder- und Stoffmaterial. Eigentlich unüblich für Jordan 2er. Aber gut, Union Collabs sind ja sowieso immer so ein eigenes Ding. Was mir direkt aufgefallen ist, was sehr, sehr krass ist, wir haben hier ein, ja, Innenfutter komplett aus Leder, was sehr, sehr gut ist, vor allem für die Atmung des Schuhs. Also man wird hier nicht so krass schwitzen. Ansonsten Details haben wir hier zum Beispiel dieses Union LA Tag. Wir haben hier oben nochmal so ein Union Tag, was so ein bisschen wie so ein Etikett aussieht, was aber tatsächlich nicht aus Papier ist, sondern aus Stoff ist. Ähnlich haben wir das hier auf der Zunge. Das sieht auch ein bisschen so aus wie so ein Papieretikett, ist aber auch irgendein besonderer Stoff. Ansonsten die Toebox besteht komplett aus so einem, ja, Mesh. Und wir haben hier ansonsten überall so ein sehr, sehr weiches Wildleder. Dazu eine bisschen hellere Sohle, die ja farblich mit dem Mesh zusammenpasst. Und ansonsten, wie gesagt, ist der Schuh hauptsächlich in Grau, Blau und Beige gehalten. Neben den Cream und den orangen Laces sind jetzt auch noch graue Laces dabei, aber die würde ich nicht reinmachen, die sind mir zu langweilig. Ich bin gespannt, welche Laces es im Endeffekt werden, aber ich finde sowohl die Cream als auch die Orangen sehr, sehr cool. Zum Sizing vom Schuh, ganz, ganz wichtig, der fällt riesig aus. Ich trage normalerweise eine 42,5, in manchen Sachen auch eine 43 und der fällt so unglaublich groß aus. Selbst die 42,5 ist mir so eine halbe Nummer vielleicht zu groß, ich hätte sogar eine 42 nehmen können und das ist krass. Also wenn ihr den Schuh holen wollt, geht auf jeden Fall eine halbe Größe mindestens runter, weil der Schuh fällt auch sehr breit aus. Also wenn ihr breite Füße habt, dann ist das der Schuh für euch. Ich habe sehr schmale Füße, deswegen, ja, schluppe ich auch ein bisschen hin und her, aber ist im Endeffekt egal. Ändert nichts daran, dass der Schuh auf jeden Fall sehr krass ist. Ja, habe ich beim Soulbox Restock bekommen, durch Pure Pinks, meine Cook Group des Vertrauens, die den Soulbox Restock eben pünktlich gepinkt haben und dadurch habe ich das Ding für Retail bekommen. Klar, man muss jetzt sagen, der geht jetzt auch nicht so krass im Resale, also den kriegt man auch im Resale zum Retail fast, aber lieber bestelle ich den bei Soulbox als bei irgendeinem auf Kleinanzeigen. Ja, aber ist ein sehr nices Pickup gewesen. Machen wir weiter. Ja, Freunde, und bevor wir jetzt zum Highlight aus diesem LPU kommen, ich kann es schon sehen, ihr noch nicht, kommen wir zu einem Accessoire, was ich mir, ja, zugelegt habe, wo ich auch echt sagen muss, ich habe sehr lange überlegt, ob ich mir das Ganze kaufe. Ich musste zum Glück nicht den Retailpreis zahlen. Ich habe das Ding auf Kleinanzeigen gefunden, aus Hamburg abgeholt für, ja, knapp die Hälfte des Preises. Wir haben hier nämlich eine Sonnenbrille von Prada. Ich habe bei diesem Modell wirklich sehr lange überlegt, weil es ein Modell ist, was jetzt nicht so stunny aussieht. Es ist schon was Besonderes, man kann es auch nicht zu allen Sachen wahrscheinlich tragen, weil es einfach jetzt so keine Basic-Sonnenbrille ist. Gucken wir rein. Wir haben hier auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr edle Verpackung, was man aber auch bei dem Preis von Retail 400 Euro auf jeden Fall erwarten kann. Ihr wollt es bestimmt wissen, ich habe 250 dafür bezahlt, was, wie ich finde, absolut okay ist. Wie gesagt, es ist für eine Sonnenbrille ultra viel. Jeder muss selber wissen, ob man das Geld dafür ausgeben möchte, weil es ist im Endeffekt auch nur eine Sonnenbrille. Aber hätte ich mir jetzt eine andere Sonnenbrille gekauft, hätte ich mir wahrscheinlich irgendwann sowieso die gekauft, deswegen dachte ich mir, okay, hole ich mir lieber das Piece, was ich wirklich haben möchte und nehme ein bisschen mehr Geld in die Hand. Wir haben hier auch noch, ja, eine kleine Tasche, wo man die Brille für unterwegs reinmachen kann. Ansonsten haben wir hier dieses Etui. Wir haben hier nämlich die Prada Runway Sonnenbrille. Die genaue Modellbezeichnung weiß ich jetzt nicht. Irgendwas mit SPR. Ich werde es euch unten in die Videobeschreibung packen. Auf jeden Fall wäre das hier die Brille. Und wie man sehen kann, ist die wirklich sehr, sehr kantig. Ich habe auch lange überlegt, was ich mir für eine Sonnenbrille kaufe. Ob ich eher so eine rundere nehme oder so eine eckige wäre jetzt in dem Fall. Und ich glaube, dass mir so eine eckigen Brillen mehr stehen. Beziehungsweise die bisschen, ja, bisschen kantiger sind, aber mal schauen. Von der Qualität her merkt man halt schon, dass es eine teurere Brille ist. Das Material ist hier so ein bisschen Hochglanz. Wir haben hier getönte Gläser und das Besondere an der Form, die ist so ein bisschen 3D. Man kann das hier ganz gut erkennen. Die Brille ist halt nicht so flach, sondern hat wirklich so eine 3D-Optik, wodurch sie natürlich wirklich so einen gewissen Shape gibt, aber auch ein bisschen klobig aussieht. Natürlich wollte ich auch wissen, wie das Ganze jetzt an mir aussieht und ich würde sagen, let's get the rave. Das ist es. Ich komme mal ein bisschen näher, aber ja, ich finde, die ist sehr, sehr cool. Wie gesagt, ist halt ein bisschen sehr auffällig, sehr eigen. Aber ich muss sagen, die steht mir. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Brille bei mir findet, weil das ist echt Geschmackssache. Und vielleicht habe ich auch eine komplette Wahrnehmungsstörung und ihr sagt, Digga, du siehst damit aus wie Pupp die Stubenfliege oder sonstiges. Aber ey, auch das ist okay. Ich nehme das gerne als Kritik an. Ich werde die Brille natürlich trotzdem tragen. Ich brauchte eine Sonnenbrille. Ist jetzt auch eine Sonnenbrille, wo ich sagen muss, ich werde die jetzt nicht daily tragen. Ich habe mir jetzt auch noch eine andere Sonnenbrille bestellt. Die zeige ich euch dann im nächsten Latest Pickup. Aber war auf jeden Fall ein Piece, wo ich echt lange überlegt habe und dann das Angebot gefunden habe und mir gesagt,
gesagt habe, ey, wenn ich jetzt, wann dann? Deswegen Glück gehabt, dass ich die für so einen unglaublich krassen Preis gefunden habe. Das ist es. Ja, Freunde, kommen wir jetzt zu dem Schuh, den ihr wahrscheinlich alle sehen wollt. Und ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe noch nicht reingeschaut. Und die Frage ist jetzt, wie bin ich an diesen Schuh rangekommen? Weil ich habe ihn weder für Retail irgendwo im Raffle gewonnen, noch in der Sneakers-App bekommen. Ich habe nur Aids gezogen. Also, wie habe ich den Schuh bekommen? Und es ist immer noch unglaublich, ich kann nicht genügend Shoutouts geben an meinen Bro, der mir den für einen unglaublich krassen Preis gegeben hat. Bitte. Habt ihr das auch gehört? Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich sehr happy, diesen Schuh zu haben und ja, ich kann mich dafür, glaube ich, nicht genug bedanken. Ja, Freunde, wir haben hier, wie man sehen kann, den Travis Scott Jordan 1 Low Reverse Mocha. Also wirklich unglaublich, ich hätte nie damit gerechnet, diesen Schuh überhaupt jemand zu haben. Weil ich sag euch ehrlich, 1200 für den auszugeben, niemals. Schon gar nicht zum Tragen, also sorry, da bin ich auch raus. Aber wir haben ihn jetzt hier, Freunde, wir gucken zusammen rein. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe diesen Karton von ihm gestern bekommen. Er meinte, Bro, ich habe noch was für dich. Und ich dachte, hier, willst du mich komplett verarschen? Naja, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe mir die Reaction wirklich fürs Video gespart und bin deswegen umso gespannter, Freunde. Wir müssen da jetzt reingucken, ich kann oder so langsam nicht mehr. Wir erheben den Deckel, Freunde. Wir haben hier auch wieder dieses rosane Papier, was wir bei allen Travis Scott Schuhen haben. Also zumindest bei den 1er Jordans. Ja, Freunde, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich glaube, ich träume das auch gerade hier, bin ich ehrlich zu euch, weil das ist surreal einfach. Und Freunde, was? Wow. Das kann nicht sein. Digga, scheiße, what the fuck? Das Ding ist, Leute, die jetzt so das Video gucken, die jetzt so mit Sneakern nichts zu tun haben, denken sich so, Digga, was ist das für ein Spaß? Ja, Freunde, was soll ich euch erzählen? Das ist der Schuh. Der Jordan 1 Low mit Travis Scott in dem Reverse Mocha Colorway. Ein unglaublich schöner Schuh. Unglaublich krass, wie die Farben hier zusammen harmonieren. Also dieses leichte Graubraun mit diesem Weiß, mit dem Cremeweiß. Vor allem der cremeweiße Swoosh mit der cremeweißen Sohle zusammen mit diesem Graubraun. Unglaublich schön, wirklich. Unglaublich schön. Als hätte der Schuh nicht schon cremeweiß genug, haben wir hier auch noch cremeweiße Laces, die das Ganze nochmal aufwerten. Die Laces sind auch hier in so einem, ja, Wachs-Design. Die sind so ein bisschen gewaxed. Only waxing is sex. Ansonsten zu den Details vom Schuh, der hat gar nicht so viele Details. Wir haben hier an der Innenseite vom Schuh einmal Cactus Jack stehen. Wir haben hier hinten den typischen Smiley drauf, den umgedrehten Swoosh. Nochmal hier Cactus Jack an der Zunge an der Seite und an der Innenseite steht auch nochmal Travis Scott. Ansonsten seht ihr, wir haben hier mehrere Laces, einmal braune, weiße und rote. Und so zur Qualität des Schuhs kann ich nur sagen, das ist wirklich eines der krassesten Materialien, die ich jemals gesehen habe. Also dieses Nubuck-Leder hier drauf hat so einen Wisch-Effekt. Das ist, ich habe dafür keine Worte. Ansonsten das Leder, auch butterweich. Also, Junge, ich weine gleich. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass es ein unfassbar krasser Schuh ist. Ich hätte niemals damit gerechnet, den mal in meiner Collection zu haben. Vor allem, ich war wirklich traurig, dass ich den nirgendwo bekommen habe. Und dann kommt der einfach um die Ecke und schmeißt mir das Ding vor die Füße. Und jetzt habe ich das hier. Wow. Wow, keine Worte dafür. Ja, Freunde, und damit wären wir jetzt auch schon beim letzten Pickup gewesen aus diesem Video. Schreibt auf jeden Fall gerne eure Meinung zu den ganzen Sachen in die Kommentare. Und schreibt auch gerne wieder in die Kommentare, was eure latest Pickups waren. Ich lese mir das auf jeden Fall immer gerne durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst wirklich gerne ein Like da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten, Freunde, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.